Geld willst, leben willst. He gives you a long, cool look, then relents. He flicks the sword, feels. Nur mal angucken. Oh, ist auch nett. Auf soll ich da was tun? He gives you a stiff salute, then climbs the ladder to face it. Jetzt bin ich aber mal gespannt mit dem Kettenspalt. Ist das das? Nee, ist eine Axt. Hä? Wo ist das denn, das Schwert? Da? Nee. War doch. Ich habe gar nichts bekommen. Oder war Faye gerade nicht der, mit dem er gesprochen hat? Oh, ich habe bloß angesehen jetzt das Schwert. The thought occurs. The Magisters have strayed from the path of Lucien. Ja. Da. Were they ever on it? That's what happens when you give any few people too much power. Goes straight to their heads, and it's the common folk that pay the price. Mhm. Nothing like a zealot to get the message wrong. Sometimes I think the people who make the most ruckus are the ones who don't really get it deep down. Wer weiß. So. War so weit, so gut. Ich muss das Schwert, ich muss das irgendwo haben jetzt. Jetzt muss eine Gabel hier. Ich habe kein Schwert bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Der hat mir nichts gegeben. Hm. Nein, das ist auch nicht. Ich muss mal eben neu laden. Das ist ja jetzt komisch. Wieso hat er mir das nicht gegeben? Er sollte mir das doch geben. Das war auch der Plan. Das wurde doch abgemacht. Das war doch, das stand doch, er gibt mir das jetzt. Oder habe ich es falsch gelesen? Hat der Erzähler vielleicht gemeint, dass er nicht geben kann? Weil die Option war ja, ich soll die Hand abhacken. Das klang bald so, als wenn er das nicht loslassen kann. Ich, guck nochmal. Erstmal sortiere ich alles. So. What do you want? Gelehrt. He gives you a long, cool look, then relents. He flicks the sword over and offers it to you, hilt first. It's a simple weapon, well made and well maintained. Ich mache eben lustigerweise das hier. Nee. The sword feels good in your hand. In a sickly. Habe ich es direkt sort of ausgerüstet way. Vielleicht? You're ah. At this end than the other. Sogar mal nicht so schlecht. Und es ist einzigartig. Ach so, dann war ja hier bei, alles ein bisschen vertauscht bei mir. Das heißt, ich habe mein eigenes. War es denn das gewesen? Ich glaube ja, ne? Genau, was habe ich dagegen ausgetauscht dann? Okay. Also per se ist da eigentlich eine ganz coole Klinge. Hm. May I go? Ich bin mal so frei. Shock appears on his face, and he quickly begins to decay. But why? Das ist gut. He falls to all fours in increasing pain, and then, at length, he dies. Voll gut, ey. Oh, 11.000 XP? Krass. The thought occurs. Were they ever? That's right. Nothing like. Die sagen dazu auch nichts weiter. Nett. Naja, gut, mach jetzt. Minimalschaden deutlich höher. Ich glaube, ich nehme es aber mal. Lebensabsaugung brauche ich ja nicht unbedingt. Ich habe ja durch Nikomant Leben absaugen. Beziehungsweise bekomme ich ja durch das hier auch nochmal 10% Leben absaugen dazu, was hier drauf ist. Stärke ist trotzdem höher. Einhändige bisher dazu. Also Spaltschaden weiß ich eh nicht, was es sein soll. Und ich habe ja bereits die Rune für mehr physischen Schaden und trotzdem ist es nicht so viel. Also ich behalte das auf jeden Fall. Aber ich mache nochmal eben nochmal neu laden. Gucke, ob ich die XP auch bekomme, wenn ich das Schwert einfach nur nehme, ohne ihm die Hand abzuhacken. Das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber es ist schon lustig irgendwie. Also wenn ich mal als Gauner spielen will, dann bin ich mal Arsch und mach das irgendwann. Aber es würde beim jetzigen Pfad einfach irgendwie nicht mehr gerecht werden, wenn ich jetzt einfach jetzt die Hand abhacke, einfach so ohne Grund. Das hat doch keinen Sinn. Das macht man doch nicht einfach so. What do you want? Sein Leben, sein Geld, bla. He gives you a long, cool look. The sword feels. May I go? Klar. He gives you a stiff. Hm. Nein, jetzt kam nix. So, 11.000 XP ist schon eine Menge. Ich töte ihn. Warum gibt es keine XP, wenn ich das nicht mache? Ist ja ganz merkwürdig.
Ich muss ihn echt töten dafür, es ist ja voll gemein. Aber ich will die XP und dann bin ich halt ein Schurke, was soll's. Dann bin ich eben inkonsequent auf meinem Weg, bin ich kein Held mehr, dann bin ich jetzt ein Schurke. Läuft. Nee, ehrlich, also die 11.000 XP, die will ich haben. Was soll denn das? Das will ich mir die nicht geben. Ich meine, ich muss doch generell eigentlich XP bekommen für die Quest. Ich meine, ich habe ihn doch gerettet. Oder warte kurz. Nee, passiert auch nichts. Nein, 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 nein. Der muss sterben. Hilft dir alle. Also, tut mir leid. Ist einfach so. Aber ich finde auch die Antwort so geil. Warum habt ihr das gemacht? Och, ich war neugierig. Das ist schon, ja, naja, kann man machen, ne? Warum auch nicht? So, jetzt zum 12. Mal nochmal neu geladen für diese kleine Mini-Entscheidung eigentlich bloß. What do you want? He gives you a long, cool look. Then the sword feels good in your hand, in a sickly sort of way. You'd rather be at this end than the other. Naja. May I go? Ach, ist das die Option überhaupt hatte, so merkwürdig. Shock appears on his face, and he quickly begins to decay. But why? He falls to all fours in increasing pain, and then. Tut mir ein bisschen leid. Auch nur ein bisschen. Aber die XP ist einfach schön. Zack. Ja, mal gucken, was du jetzt zu sagen hast. So, this is it. The anchorets are at an end. My father and my brother, and now myself, brought down by the order. Naja, ich hab das nicht direkt gemacht. He takes one last look around. It all seems so unimportant now. Life goes on without me. Ist gar nicht sauer auf mich? He raises a hand to bid you farewell. Das ist ja ein Ding. Ich meine, jetzt aufsaugen müssen eigentlich. Wieso? Hä? Ist er nicht ein bisschen sauer? Kein bisschen sauer? Also was? Hä? Ist ja merkwürdig. Aber zumindest ist er abgehauen. Also offenbar ist er jetzt auch in die Halle eingetreten und kann dann seine Familie sehen. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Also, ich habe alles gut gemacht, finde ich. Ja, das war eine gute Entscheidung. Aber ich habe echt jetzt wie eine Hass-Tirade erwartet von ihm. Er war eben gerade schon als Mensch ein bisschen grummelig zu mir. Sehr merkwürdig. Ohne mich halt direkt beschweren zu wollen, weil, naja, ich habe ja, was ich wollte. Ich bin auch fast ein Level hoch. Also, wenn ich jetzt wie Animagister töte, bin ich, glaube ich, tatsächlich gleich durch damit. What is Gold? Ach, was soll's. Na, ihr... keine Feinde meinerseits. Erstaunlicherweise. Hallo? Nein. Steckt eure Waffen weg. Ich wollte keinen Ärger haben. Okay, also haben sie es hier offenbar doch mitbekommen, aber... Moment, ich probier's mal aus. Hab ich doch gerade. Sind alle gemeint? Ich bin neugierig, was dann passiert. Greife ich schon trotzdem an jetzt. Hab ich doch schon. Haben die auch die Schilde? Soll ich mich komplett nackig machen oder was? Ich hab's getan. Kannst nichts sagen. He stands to attention and salutes you. Da sagt er nichts zu. He stands to attention. Und warum sagt er mir, ich soll die Waffen weglegen, die anderen aber nicht? Plopp. Ah ja. So was sagt er mir schon. Das ist natürlich nett von dem. Aua. Sehr nett von ihm. Alles nur so halb dramatisch. Halb dramatisch, aber es ist schon irgendwie unschön. So ein Feigling, also ehrlich. So ein super Feigling. Der Waffenansehen kostet mich ja Aktionspunkte, ne? Ja, jeweils einer. Aber das macht mir nichts. Ich kämpfe auch so weiter. So eine super, 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 super Feiglinge, also ehrlich. Ich hier im Rahmen drin, wo er drauf schießt gleich? Ich hoffe mal nicht. So. Und dann noch diesen hier. Nächster bitte. So, wie viel
viel Leben hast du denn so an Rüstung, meine ich? Nicht viel bestimmt? Nee. Guck mal. So schnell kann es gehen, da liegst du auf dem Boden. Hast wohl nicht damit gerechnet, dass ich dich einfach auf den Boden haue mit einem beschworenen Vieh. Auch ganz ohne Waffen. Ey, das habe ich auch nicht erwartet. Und das hast du wieder nicht erwartet. Tja, es ist wie eine Yu-Gi-Oh!-Folge. Voller Überraschung. Raus aus dem Bereich, würde ich sagen. Ich muss nicht da oben rauf, oder? Ach, mach ich trotzdem. Push. Push. Ich werde eh nicht mehr groß angreifen können hier. Ach, ich muss eine Sache anlegen. Siehst du, stimmt ja. Das sind ja keine zwei Sachen bei ihm, die er machen muss. Dann aber eben diesen. Lohnt sich ja nicht wirklich. Achso, das sind wieder drei. Flop. Pau. Und weil ich es kann. Ach, keine Ahnung. Aber normal schießen würde ich sagen, oder? Ach, ich mach's doch so. Ich mach so. Ja, das brauchst du doch ganz dringend. Mann, die lassen sich aber nicht so ganz schnell klein gegen die Leute. Aua. Ach, ich bin so nackt mit ihm. Ich hatte gar nichts an Sachen. So. Der ausgerüstet. Noch habe ich keine Leiche hier. Kriegt mir also nicht so viel, theoretisch. Ich verziehe mich mal nach hier oben, würde ich sagen. Da macht das unten der andere klar. Oh, tut mir leid, aber... Jetzt treffe ich auch noch meine Leute hier, wo ich so weit wegstehen. Sonst treffe ich immer überhaupt keine, obwohl ich direkt daneben lande. Was für eine Sauerei, oder? Zack und zack. So, Keule. Lohnt sich nicht wirklich, jetzt zu machen gerade. Ich mache erstmal den hier, nächstes Mal mache ich dann den auf den, oder was? Weil es wird ja von der Rüstung abgewehrt, der Atrophie-Bonus. Der wäre jetzt noch da, und das will man ja nicht. Mal einen Schritt zurück, würde ich sagen. Ein Schritt nur. Obwohl, muss ich wirklich? Ja, ich habe mich mal überleben. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Und dann einmal... dieses oder jenes ist die Frage. Ich mach dieses hier. Zack. Ja, ist aufgestanden. Hat's dir gebracht jetzt, ja? Wenn nicht, dann ist Pech. Der mehr gibt's heute nicht mehr für dich. Flop. Einfach durch. Frech, wie ich bin. Braucht jemand Leben? Ja, ich glaube. Könnte ein bisschen was gebrauchen. Oh, was? Daneben? Ach, Feini, was ist los mit dir? Wow. Aua. Das hat ein bisschen gekitzelt. Was soll denn das? Flop. Die da oben werfe ich mal eben um. So ist gut. Autsch. Spinnst du? Grimes. Autsch. Langsam nervt er mich aber ein bisschen. Nimm das. Du nimm das. Ich trau mich zu bewegen gerade irgendwie. Also er ist ein bisschen gelähmt, das sehe ich ja. Voll frech. Warte kurz. Lebenskraft und Rüstung. Magische Rüstung, wohlgemerkt. Das gibt natürlich deutlich mehr magische Rüstung, aber ein bisschen Leben. Mehr macht das aber auch nicht, ne? Erstmal einen Totem beschwören. Flup. Dann doch hier ordentlich magische Rüstung wieder raufklatschen, würde ich sagen. Das funktioniert doch schon eher als andere. Und dann geben wir nochmal irgendjemand Nettem. Vielleicht auch Ivan. Oder dem Zwerg vielleicht doch eher. Ein bisschen Beschleunigung, bitte. Einmal. Gern. Nichts gemacht, mein Totem. Ich hasse es, wenn das passiert. Und ich nicht weiß, warum vor allem. Ist bereits atrophiert. Braucht nichts weiter. Du bekommst den ab. Heißt das für mich im Klartext. Hier nochmal ein bisschen Heilung, weil brauchen alle ein bisschen. Zack. So, lieber Death Knight Fane. Ach, Dreck.
Moment, ich habe noch einen Angriff. Haha. Tschüss. 7500. Jawohl, ich steige leer nach dem Kampf. Sehr gut. Dann kann ich da ja ein bisschen was investieren hier am Ende der Folge. Ist doch schön. Atrophiert. Komm mal rüber zu dir, wa? Zack. So. Nächster, bitte. Weiß kann. Hier, fang mal. So. Dann kann ich auch in der nächsten Aufnahmesession das große Vieh mal besiegen gehen, da oben. Wo ich ja schon gewonnen hatte, aber bei mir zurückgezogen habe, nicht? Ihr wisst ja Bescheid, was ich meine. Verdammt! Der lebt ja noch. Und weg damit. Jetzt, wo ich Level hoch bin wieder. Ich glaube, ich bin seitdem 2 Level gestiegen. Jetzt soll es so schwer nicht mehr sein. Und dann kann ich den oben mal auch kalt machen. Also, dann mache ich das hier fertig. Dann mache ich den kalt und dann gehe ich in diesen Bereich rüber, würde ich sagen. Vielleicht merke ich mir das sogar ungefähr, was ich vorhatte. Wer weiß. Wir werden es sehen. So oder so. War lustig hier mit euch. Schöner Abschlusskampf. Denn für heute, das kann ich schon mal verraten, ist die Aufnahme vorbei. Hallo? Oh, da war ein Ring dabei. Ist der identifiziert? Natürlich nicht. Klick. Ja. Rüstung ist gut, aber... Andererseits... verdammt. Die hat Nekromant plus 2. Mist. Das wäre der Linke natürlich gut zum Austauschen, aber naja. Dann mache ich doch Verlustgeschäft wieder. Das nervt mich so. Ich habe ja gerne wieder ordentliche Ringe für alle. Weil das haben sie echt nicht mehr so doll. Da müsste man... bisschen was draufgeben noch. Einfach an Boni. Das ist nicht so doll. Aber ich weiß ja nicht, wo ich Ringe herbekomme. Die Ringe habe ich jetzt ja alle aus dem Brunnen vom allerersten Gebiet noch. Ich glaube, alle Ringe. Wirklich alle Ringe. Ich glaube, auch alle Amulette habe ich tatsächlich von da. Und seitdem nicht habe ich was gefunden, was irgendwie das ersetzen könnte. Fall besser. Es ist schon irgendwie anstrengend. Ein bisschen schade. Warte kurz, bevor ich jetzt überhaupt was mache. Mal ganz kurz gucken. Nee? Die wollen nicht mit mir meckern, dass sie jetzt tot sind? Und dann halt nicht. Da kam ich raus, dann geht es hier oben noch weiter. Ja, das wird nur ein ganz kleiner Bereich sein, der jetzt hier auch zu decken ist. Ach, auch noch Magister da. Also kämpfen will ich jetzt nicht mehr. In der heutigen Aufnahme. Ist nicht mehr so viel. Obwohl doch noch ein bisschen was tatsächlich. Oh Mensch, doch. Je nachdem, ob da viel los ist innen drin. Ach, guck mal da, Quellenmagie. Schön. Kann Ivan dann wieder auffrischen. Das ist doch toll. Also noch ein bisschen was zu begehen hier. Es wird nicht lange dauern, aber es wird noch dauern. Nichts mehr für heute. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Divinity, wo ich dann wieder verstärkt mit noch einem neuen Level-Up unterwegs bin. Und yeah, ich werde immer stärker. Das Spiel ist so geil. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.